glücklich zu machen. Und dann natürlich Konterchancen. Rob Rekers bei Bochum, Klaus Fischer, Benatelli, Fischer, der Ball abgefälscht, Schmadtke noch dran, aber er erwischt ihn erst hinter der Linie. Die Führung für den VfL Bochum durch Oldtimer Klaus Fischer, 72. Minute. Benatellis Vorlage, die zu kurze Abwehr von Backhaus. Da wird der Ball abgefälscht, Schmadtke auf dem falschen Fuß erwischt, krabbelt hinterher. Da ist der Ball klar hinter der Linie. Korrekte Entscheidung des Schiedsrichters, 2:1.